Hallo Leute, und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Willkommen hier zur 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Aktuell bin ich, wenn ich ehrlich bin, in so einem kleinen FIFA Mobile Loch, weil es ist das Retro Stars Event rausgekommen. Ich war echt motiviert und ich war hyped auf das Retro Stars Event. Aber so wie das Retro Stars Event rausgekommen ist, ist es halt so ein kleines Problemchen. Deswegen frage ich euch, was wollt ihr in den nächsten Tagen, weil das Retro Stars Event läuft jetzt 20 Tage. Ich glaube nicht, dass da parallel noch ein geileres Event rauskommen wird. Deswegen müssen wir uns jetzt 20 Tage mit dem Retro Stars Event gedulden, sage ich mal. Klar, ich werde das spielen. Ich habe jetzt hier den zweiten Dungeon schon durch. Ich werde jetzt mit euch den Boss-Schlüssel hoffentlich erspielen. Ich muss halt 3 Tore innerhalb von 45 Minuten machen. Genau. Deswegen, ich wollte euch fragen, was ihr euch so für Video-Wünsche oder was stellt ihr euch vor, was kann ich noch in FIFA Mobile machen, sage ich mal. Eure Vorschläge für Formate unten reinschreiben in die Kommentare. Und ich zocke jetzt hier gegen Foodmess, gegen das Foodmess-Team. Und ich muss halt innerhalb der 45 Minuten jetzt, das ist nicht so einfach. Also, es ist eigentlich schon einfach, aber nicht so einfach wie die anderen Spiele. Somit wollte ich sagen. Und ich gehe hier direkt durch mit dem Lukas und mache das erste Tor. Habt ihr ja gesehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut, wenn man das direkt beim Anstoß schafft. So, komm. Direkt. Ah, schade. Ja, komm, schön Wijnaldum. Und runter damit. Apropos, heute spielt Hertha gegen Crystal Palace. Und leider, ich bin absolut enttäuscht. Man kann das Spiel nicht nachverfolgen. Zur Halbzeit stand es 1-0 für Hertha sogar. Keine Ahnung, wer der Torschütze war, hat Hertha bloß in der Instagram-Story gepostet. Ich wäre schön gewesen, wenn ich mir das Spiel auch hätte angucken können. Wenn ihr diese Folge seht, ist das Spiel ja schon vorbei und ihr wisst, wie das Testspiel ausgegangen ist. Ja, Wijnaldum, was machst du da? Ja. Ein Tor noch, 30 Minuten. Unentschieden geht nicht, weil dann ist das Spiel vorbei. Und es gibt einen Freistoß für Foodmess. Foodmess 2. Komm, hol dir die Pille, Jesus. Oder Lukas. Ist mir vollkommen egal, wer. Hauptsache, ich kann noch das 3:2 machen. Raus damit. Oh, Pfosten. Oh, und der geht rein, Gabriel Paulista. Ey, ich darf doch nicht verlieren hier. Danach habe ich dann nur noch einmal die Chance. Weil ich habe schon ein Spiel da zuvor verkackt. War auch richtig dämlich. Junge, als ob ich... Also wenn ich jetzt hier den Dungeon verkacke, ne, und den Boss-Schlüssel nicht bekomme, dann war es auch das letzte Mal, dass ich das Retro Stars Event gespielt habe. Dann boykottiere ich das Ganze. Real Talk, Mann. Mann, hört doch auf hier. Jetzt muss ich nochmal gegen das 110er Team spielen und ich verliere einfach hier. Ich glaube, dass ich das nicht mehr schaffen werde, oder? Ja, maximal das 3-3 jetzt noch, aber dann... Ich muss ja gewinnen und unentschieden reicht ja nicht. Ja, 3-3 mache ich noch, GG. Wenn ich vielleicht jetzt den Ball direkt am Anstoß bekomme, kann das noch was werden? Ja, dafür muss ich halt den Ball direkt am Anstoß bekommen. Ich bekomme ihn nicht direkt am Anstoß und somit... Oh, komm. Ach, Mann, jetzt muss ich noch mal. Ich bin nur, weil ich diesen Kack-Gegentreffer bekommen habe. Ist das belastend, Mann. Jetzt kommt auch noch sowas dazu, ne? Mist, ey, das ärgert mich. Komm, bitte, ey. Zweites...
Nice. Und weg damit. Weg damit mit der Kugel. Weg mit der Pille. 3 zu 2. Jetzt pfeift der Schiedsrichter eh ab, wenn der CPU nach vorne spielt. Puh. Doch nochmal Glück gehabt, Leute. Doch nochmal Glück gehabt. Und wir gewinnen gegen den CPU. Das Spiel, was ich jetzt machen werde, Leute, wird noch schwieriger, weil ich werde jetzt dieses Level-Up-Spiel machen. Und da spiele ich ja gegen ein 120er-Team und muss, glaube ich, 4 Tore machen? 5 Tore muss ich machen sogar. 4-0 führt der CPU. Ich habe noch nicht ein Spiel gemacht. Wir kriegen hier den Boss-Schlüssel, unseren zweiten jetzt am... unser zweiter ist jetzt hier am Stüssel. Müsste, ne? Genau, 2 habe ich jetzt. Und mein Ziel ist es hier, Kingsley Coman zu bekommen. Genau, so. Also, ich habe sogar 3 Level-Up-Punkte. Man bekommt halt 2 Retro-Stars-Objekte. Also, einen Spieler bekommt man sogar, wenn man gegen dieses Team gewinnt, oder? Sehe ich das falsch? Sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Wir versuchen einfach mal zu gewinnen. 5 Tore innerhalb von 75 Minuten. Das ist eine Hausnummer. Gegen ein 120er-Team. Da verstehe ich auch die Kommentare, die ich bekommen habe. Wieso, was ist das für ein Müll? Ich habe ein 95er-Team. Ich kann noch niemals gegen ein 120er-Team gewinnen. Ist auch einfach so. Selbst ich werde jetzt hier Probleme haben, gegen dieses Team zu gewinnen. Oh, Freistoß. Freistoß für mich? Ja, das kann ich. Marcelo. Mach ihn, Junge. Marcelo. Ja, geht rein. Faust in die Facecam. Faust in die Facecam. Erstes Tor. Direkt nach 5 Minuten, nach 4 Minuten. Nach 4,5 Minuten. Und 4 weitere Tore sind erforderlich. Oder reicht vielleicht ein Unentschieden aus und dann kann ich in die Verlängerung gehen? Ich weiß es nicht. Das ist ja mein erstes Level-Up-Spiel. Oder One-Up-Spiel. Nicht Level-Up. One-Up. An die Latte. Und der Abpraller geht rein und der steht im Abseits, Alexis. Du kleiner verrückter Dödel, ey. Was soll denn das? Wieso stehst du da im Abseits rum? Mann, das kann doch nicht sein. Komm, ich brauche die Kugel. Ich brauche die Kugel. 2 Tore wären gut. In der ersten Halbzeit. Also jetzt noch 1. Das wäre ideal eigentlich, weil dann 3 Tore in der zweiten Halbzeit. Schön, Lukas. Auf Lukas kann man sich verlassen. Auf Lukas kann man sich verdammt nochmal verlassen, Mann. Lukas, bester Spieler in meinem Team. Real Talk ist einfach so. Ich sag's so, wie es ist. Wenn ich jetzt noch ein Tor mache in der ersten Halbzeit, dann easy. Dann werde ich es easy packen. Sag ich. Es sei denn, ich kriege ein Gegentor. Dann vielleicht nicht. Aber Van Dijk hält da seine Birne hin. Komm, Lukas. Schiri, lass noch. Schiri, pfeif nicht ab. Schiri, jawohl. Das wird er noch durchgehen lassen. Lukas, 3 zu 4. Ich glaube, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. 2 Tore innerhalb jetzt von 45 Minuten. Jetzt habe ich 3 Tore innerhalb von 30 Minuten gemacht. Also, genauso weitermachen, Dennis. Und dann wird das schon klappen. Habt ihr auch schon hier gegen das Level-Up-Team gespielt? Wenn ja, wie habt ihr gespielt? Welche Gesamtbewertung habt ihr? Habt ihr gewonnen? Habt ihr verloren? Schreibt mir das mal unten rein in die Kommentare. Bloß hier nicht einen Gegentor fangen. Hoi. Mann. Komm, Kimmich. Nein, hört auf. Oh, Van Dijk steht da wieder. Holy shit, Mann. 60. Minute schon. Ich muss auf Lukas. Lukas, renn durch da unten. Oh, nicht mal Einwurf. Ah, das sieht jetzt ganz schlecht aus. Aber wieder mal stark von Van Dijk. Wieder mal richtig überragend von dem Typen da hinten drin. So, ich muss auf Lukas spielen. Lukas muss hier durchgehen. Lukas hat einfach den stärksten Schuss hier in unserem Team. Jetzt muss ich abdrehen. Ah, jetzt verliere ich die Kugel. 70. Minute, 75. Alter, hört doch auf. Wieso habe ich innerhalb der ersten Halbzeit 3 Tore gemacht und jetzt habe ich noch nicht ein Tor gemacht? Alter.
Das geht doch nicht, hört doch auf. Alter Junge. Ja, und jetzt aber. Ja, ab nach vorne hier, ab geht die Luzi. Und runter auf Lukas. Komm, Lukas. Komm, Lukas. Komm, Lukas. Komm, Lukas. Komm, Lukas. Lukas mit dem 4-4. Ich weiß nicht, ob ein Unentschieden ausreicht, um in die Verlängerung zu kommen. Oder ist das Spiel dann vorbei und man muss halt nach 90 Minuten gehen? Ich weiß es nicht. Ich kann auch einfach jetzt noch das Tor machen. Und er pfeift ab. Er pfeift sofort ab. Und es. Ich habe verloren, oder was? Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? 6 zu 4. Ich habe es normal probiert. Habe jetzt hier privat gespielt, sage ich mal. Habe nicht kommentiert. Puh, holy shit, Mann. 6 zu 4. Ich wollte unbedingt wissen, was jetzt hier in diesem Pack drin ist. Und ich wollte es euch auch zeigen. Weil das war einfach eben 4-4. Nicht Verlängerung. Keine. Nicht mal Nachspielzeit. Hätte der Schiedsrichter vielleicht noch 2 Minuten Nachspielzeit gegeben. Dann hätte Fahrradkette. Egal, ich habe es ja jetzt gewonnen. Ein Spiel Retro Stars, mal gucken, was ich da drin haben werde. Einmal die 5 Schlüssel, das ist schon mal nice. Und kein Spieler. Doch, nee. Nee, 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 nee. Retro. Also Retro Stars Objekt heißt für mich nicht Skill Boost. Da bin ich ehrlich. Retro Stars Objekt heißt für mich nicht Skill Boost. Klar, da steht mögliche Boni, klar. Das ist dumm. Das ist wirklich für mich dumm. Da steht Retro Stars Objekt zweimal. Dann erwarte ich, dass ich entweder zweimal die 5 Dungeon-Schlüssel bekomme oder halt die Dungeon-Schlüssel und den Miniboss und dann Erfahrungspunkte, Skill Boost, Münzen. Man kann ja sogar das Pech haben und nur 5 legendäre Skill Boost bekommen. Ja gut, Leute, ich bin raus. Ich sage dazu jetzt nichts mehr. Wir sehen uns. Haut rein, ne? Nee. Tschüss.